Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls. Ja, ich habe jetzt so meine ein, zwei Tage Dark Souls-Päuschen gehabt, weil ich die letzten zwei Folgen Vorrat, also gleich hintereinander aufgenommen hatte. Und jo, heute ist es mal wieder soweit. Das Chaoswesen von Izalith wartet auf mich. Es muss ja schließlich irgendwann geschafft werden. So, jetzt war ich mir nicht so sicher. Soll ich es jetzt doch nochmal mit Pfeil und Bogen versuchen? Oder lasse ich es jetzt einfach mal? Und habe auch nochmal die Kommentare so durchgelesen, was so geschrieben worden ist. Und ich denke mal gerade so, es muss ja möglich sein. Es muss ja möglich sein, das Ding irgendwie mit Pfeil und Bogen zu beömmeln. Das kann es ja nicht sein. Deswegen versuche ich es jetzt noch einmal. Ein letztes Mal mit Pfeil und Bogen. Ich gehe dafür ein kleines bisschen näher ran, weil ich will nicht so weit weg sein von dem Viech. Mach ein bisschen lauter auf den Ohren, damit ich auch wenigstens was höre. Ich werde das jetzt ein letztes Mal versuchen. So, jetzt hat's geheißen, ich muss bei dem schillernden Dings. Ja, du triffst mich nicht, bitte, hoffentlich. Ich muss bei dem schillernden Dings treffen. Macht ja auch Sinn, weil da bin ich ja auch reingerannt. So, trifft er mich hier? Es sieht nicht so aus. Warten wir mal kurz. Ne, er trifft mich ja nicht. Okay. Dann schauen wir mal. Bei den schillernden Dings. Normalerweise, ich habe doch die Wurzeln damals zerhaut. Okay, also dann tatsächlich da. Okay, dass man die Wurzeln vielleicht jetzt erstmal weg haben. Oder auch nicht. Vielleicht auch lieber höher ansetzen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht da oben ansetzen. Jetzt bin ich verrutscht. Das wollte ich nicht. Wir versuchen es jetzt einfach nochmal so. Schlimmer ist, ich habe heute minimal Kopfschmerzen. Deswegen hoffe ich, dass ich das halbwegs gut durchstehe. Das sah doof aus. Vielleicht muss ich aber auch erst die Wurzeln wegmachen, weil die musste ich, meine ich, damals auch auf der anderen Seite weghauen, oder? Wenn mich recht erinnere, dann musste ich die weghauen. Aber war davon. Hat es da gerade nicht was angezeigt gehabt? Vielleicht sollte ich auch kurz nochmal Ring tauschen. Ich habe mir nämlich den anderen Ring angezogen. Vielleicht sollte man den Ring nochmal ändern. Falkenring. Okay. Muss ich vielleicht. Aber ich. Also, ich bin mir halt so unsicher gerade. Ich bin mir gerade so unsicher. Mal schauen. Oh, da hat sich was getan. Das ist der Falkenring und dann auf einmal fetzt's, ne? Da tut sich was, da tut sich was, da tut sich was. Das sieht doch nice aus. Das auch? Geht das? Nein, es tut nichts, ne? Na, vielleicht weiter rüber? Vielleicht das? Oh, wenn man das wenigstens sehen würde. Komm schon. Vielleicht höher? Bin mir nicht sicher. Vielleicht hier? Es hat sich auf alle Fälle was getan, da bin ich mir ziemlich sicher. Da tut sich was? Nee, oder? Vielleicht hier? Ich glaube aber, ich muss das unten treffen, oder? Das habe ich letztens schon 50 Mal probiert und da ist nichts passiert. Vielleicht muss ich da unten durchschießen. Der trifft da unten einmal und das. Okay. Oh, wir sind weitergekommen. Okay, das ist schon mal gut. Wir sind schon mal einen Schritt weiter. Was passiert jetzt? Jetzt bekommt er so einen zweiten ekelhaften. Natürlich. Klar. Lustigerweise jetzt auf der anderen Seite. Ja, nee, ist klar. Macht auch voll Sinn, ne? Ist ja dann eigentlich ein Fehler gewesen, oder? So, nun hat er zwei so tolle Arme. Wo muss ich jetzt hin? Versuche jetzt schnell mal hier. Okay. Hier trifft er mich ja wieder nicht, oder? Kann ich mich hier wenigstens mal ein bisschen umschauen? Komm. Nicht sofort angreifen. Lass mich in Ruhe. So, was muss ich nun machen? Da war doch was in den Kommentaren mal gestanden. Ich weiß es aber nicht mehr. Vielleicht laufen wir auf ihn zu. Dann bricht der Boden wieder weg, oder? Oh je. Okay, das sieht noch sehr gut aus. Da wischt er wieder. Ich traue dem Boden nicht, das ist mein Problem. Okay, da ist der Boden weggebrochen, das ist schon mal gut. Aber guck mal, da ist was, da war eine Wurzel oder so. Da war eine Wurzel im Loch. Kann ich mich da vielleicht einfach runterfallen lassen? Das könnte sein, das könnte sein, das könnte sein. Oh Gott, wir könnten es versuchen. Dass es da irgendwie unten weitergeht. Vielleicht müssen wir den gar nicht besiegen. Das wäre ja nice. Soll ich versuchen? Soll ich versuchen? Ja, wenn ich sterbe, sterbe ich ja dem. Oh Gott. Okay.
Wir versuchen es, wir versuchen es, wir versuchen es, wir versuchen es, wir versuchen es. Geht's da runter? Geht's da runter? Da geht's runter. Ich hätte es fast geschafft. Okay. Ich hätte es fast geschafft. Jetzt fast geschafft. Okay. Also das Ganze ist ein Spielchen nochmal. Okay. Oh, ich habe wieder zu porten vergessen. Alles klar, dann sehen wir uns gleich wieder an dieser Stelle. Bis dann. So, jetzt starte ich die Aufnahme schon ein kleines bisschen früher, noch nicht ganz beim Boss angekommen. Ich habe jetzt meine Rüstung gewechselt, bin jetzt wieder auf meine Silberritterrüstung zurückgegangen, weil die halt mich nochmal wieder einiges schneller macht, weil die Havels Rüstung ist extrem schwer. Allerdings habe ich wieder einen Geniestreich hingelegt, weil ich bin da vorne mal wieder gestorben. Bei diesem tollen, netten Viech. Und das ärgert mich, weil, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich für einen Fehler gemacht habe. Ich glaube, eine Lösung gefunden zu haben, wie ich an dem am besten vorbeikomme, ohne dass ich großartig mit ihm fighten muss. Aber ich bin so blöd am Rand gestanden, dass er mich runtergeschubst hat. Das war jetzt ziemlich mies. Deswegen liegt da vorne auch Loot, wo natürlich nichts drin ist, klar, weil ich habe ja das beim Boss noch nicht aufgehoben. Auf alle Fälle habe ich jetzt die Silberritterrüstung wieder an. Jetzt schauen wir mal, dass wir an dem Dödel vorbeikommen. Komm. Da wäre ich jetzt beinahe selbst drauf gegangen. Aus Blödheit mal wieder. Okay, aber wir haben es geschafft. Wo hat er hingestrahlt? Keine Ahnung. Elektrostrahl kommt nicht. Alles klar. Gut. Das heißt, wir haben das also auch geschafft. Gut, okay. So, wie gesagt, anders ausgerüstet habe ich mich. So, das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, er hat mir Gedanken gemacht. Weil, das glaube ich, war gar nicht so falsch, dass wir auf diesen Vorsprung müssen. Das, glaube ich, war ziemlich richtig. Allerdings, wenn ich das richtig gesehen habe, als wir gestorben sind, kann man nicht nach unten weiter. Das heißt, wir müssen vermutlich nach oben zu dem Boss hin. Was tricky sein könnte. Das heißt, wir müssen wohl direkt an den Boss ran. Okay. Ich bin ja schon mal froh, dass wir einen Schritt weiter sind. Ich hoffe nur jetzt, dass ich jetzt nicht nochmal 15.000 Mal sterbe. Das wäre nämlich etwas mies. Aber gut, letztendlich können wir nichts anderes machen, außer es versuchen. Ja. Bin ich jetzt hier wirklich durchgekommen, ohne Schaden zu nehmen? Wow! Dass ich das erleben darf! Ah, okay. Was steht denn hier nochmal? Viel Erfolg. Danke. Ich hoffe einfach jetzt, dass ich das jetzt aufs erste Mal schaffe. Bin mir aber nicht sicher, ob es nicht eventuell falsch war, die Rüstung auszuziehen. Aber schauen wir mal. Oder das Loch im Boden ist immer noch da. Das ist ja nice. Komm, YOLO, wir fetzen jetzt sofort durch. Oh. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Moment. Auszeit. Auszeit. Das war fies. Warum hat er da jetzt auf einmal so Feuer gemacht? Doch, Havels Rüstung. Okay. Nochmal. Und. Adiab! Nein! Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Also den gleichen Weg nochmal laufen. Oh. Okay. So. Und dann sind wir auch wieder. Ja, warum schneide ich jetzt diese Passagen dazwischen drin raus? Das hat einen einfachen Grund. Natürlich, klar, ich könnte sowas wie Skip-Buttons und so weiter und so fort einführen. Aber ich habe keine Lust, eine Folge hochzuladen, die weit über eine Stunde dauert. Und ich könnte mir vorstellen, egal wie viele Versuche wir jetzt noch brauchen, oder ich denke, dass wir noch einige Versuche brauchen werden. What? Hier jetzt schon den Schaden? Den Feuerschaden? Ist ja fies. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier noch ein, zwei Versuche brauchen. Und ich habe da ein bisschen Angst vor. Und deswegen möchte ich keine 5.000 Minuten lange Folge hochladen. Deswegen habe ich mich dafür entschlossen, es so zu machen. So. Komm, wir schaffen das jetzt. Boah, nein, natürlich nicht, natürlich nicht, natürlich nicht, natürlich nicht, natürlich nicht. Ich hab noch kurz, ich hab noch kurz, ich hab noch Zeit, ich hab noch Zeit. Nein!
So, also wieder neuer Versuch. Ihr seht schon, die Folge dauert so jetzt ja schon über 10 Minuten. Und wenn ich die ganzen Laufwege dazwischen da jetzt noch reinschneiden würde, das würde ja noch viel, viel länger dauern. Und das ist einfach, nee, das ist, nein, das will ich jetzt nicht. Neuer Versuch. Gibt es irgendwie eine andere Möglichkeit, an den Typi ranzukommen, außer immer nur von vorne? Oh, jetzt hat er das Feuer hier schon wieder. Von der Seite komme ich ja auch nicht ran. Da ist ja überall dieser eingestürzte Boden. Es muss eine Möglichkeit geben. Keine Frage. Es muss eine Möglichkeit geben, da noch irgendwie ranzukommen. Es kann ja nicht sein, dass ich immer nur ab durch die Mitte machen muss. Sollte ich vielleicht doch nochmal die Rüstung wechseln? Das ist gerade einfach so, ich überlege und überlege und überlege und ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich weiß einfach nicht und ich will das schaffen. Ich muss es ja schaffen. Das ist das Nächste. Ich komme ja nicht drum rum. Und Fakt ist, dass mir wohl hier nichts helfen kann. Ist die Frage, wie viel kann ich blocken? Da ist wieder dieses Feuer. Okay. Das Feuer wird jetzt schon mal keins mehr kommen. Das Rennen könnte das Problem immer gewesen sein. Nein, ich spring dran vorbei. Oh, okay, wir müssen uns etwas weiter rechts halten. Okay, aber das Rennen könnte das Problem gewesen sein, denn wenn er mich dann wischt oder wegwischt, dann erwischt er mich so quasi jedes Mal wieder. Und wenn ich laufe und dann die Ausdauer verliere, dann ist klar, dann durch das Wischen, das mir extrem viel Ausdauer runterzieht, habe ich dann ja ein Problem. Okay, na gut, neuer Versuch, neuer Versuch. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Bis gleich. So, okay. Ich werde vermutlich gar keine großartigen Überblendungen einschneiden. Ihr seht es ja dann einfach immer, wenn ich wieder hier stehe, dann geht es wieder von Anfang an los und hin und her. Und ihr wisst ja Bescheid, das ist ja alles halb so wild. Ich denke, ich muss ein kleines bisschen weiter rechts stehen. Dann sollte es vielleicht sogar machbar sein. Ich muss auf alle Fälle seine Feuerattacke abwarten, das ist klar, weil die macht mir extrem viel Schaden. Dann vermutlich gar nicht laufen. Erstens wegen dem, was ich ja gerade schon meinte, wegen der Ausdauer. Ah, er macht sein Feuer jetzt schon, das ist gut. Zweitens, weil er mir dann lustigerweise nicht gewischt hatte. Okay, rechts halten, rechts halten. Jetzt laufe ich und jetzt springe ich wieder daneben. Oh, das ist der Wahnsinn. Wieso bin ich wieder nach links gezogen? Ich habe keine Ahnung. Ach ja, das Nebeltor. Da ist es wieder. Oh Mann, ich hätte die Folge anmoderieren sollen mit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Try and Error. Oder Fail and Error? Ach, keine Ahnung. Okay, wir schaffen das. Keine Frage. Die Frage ist nur, wie oft wir es noch versuchen müssen. Aber ich gebe es nicht auf. Also von daher bin ich ja schon mal. Gut, er macht sein Feuer jetzt schon. Ist doch nice. So. Flupp. Hi. Etwas rechts halten. Und jetzt lau. Nein. Hat's geschafft. Okay, und jetzt? Ich weiß es nicht. Da ist Gestrüpp, da ist Gestrüpp. Ich laufe jetzt einfach mal hin. Darf ich einen Estus trinken? Nicht umdrehen, einfach weiterlaufen. Kann mich das jetzt noch angreifen? Kann mich das jetzt noch angreifen? Bitte nicht, bitte nicht. Und was ist, wenn ich das gemacht habe, dann passiert irgendwas Böses? Oh. Oh. Oh, das war böse. Das war böse. Was steht hier? Was steht hier? Geschafft! Okay, das war schön für dich. Huch! Hallo. Dieses kleine Wuselviech, was? Das war damit gemeint mit dem, das Viech ist One-Hit? Oh, wow. Oh. Oh. Leuchtfeuer? Oh, da unten. Oh, das ist schön. Oh, ist das ein schönes Gefühl, hier zu rasten. Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Yay. Das will ich mir jetzt nochmal anschauen hier. Oh, jetzt ist mein Kopfweh noch schlimmer, als es vorher war. Hallo? Okay. Okay. Ja.
Ach, bin ich blöd. Ich habe an dem Leuchtfeuer gerast und ich nutze einen Heimkehrknochen. Okay. Oh, und Facepalm mit Kopfschmerzen ist auch scheiße. Der Boss hat. Ich hatte jetzt nicht so schlimmes Kopfschmerzen, dass es jetzt nicht zum Let's Playen geeignet wäre. Aber der Boss hat das Kopf jetzt echt nicht mehr besser gemacht, ey. Oh, ich habe ihn geschafft. Oh, ich bin so froh, Leute. Ich bin so froh. Wir haben ihn. Yay. Wow. Juhu. Ah. Aufsteigen. Kondition. Vitalität. Keine Ahnung, ich hau's jetzt einfach irgendwo hin. Hauptsache, die Punkte sind weg. Oh. Oh, bin ich froh. Oh, bin ich froh. Oh Gott. Mein armes Herz. Fremd. Fremd. Fremd, ich komm zu dir. Ich hab hier was für dich dabei. Mein lieber Fremd, schläfst du noch? Fremd, ich will dich nicht hauen, aber ich weiß, ich muss dich jetzt hauen, oder sonst wachst du ja nicht auf. Fremd! Das bist du aber. Fremd! Ja! Ich würde gerne teleportieren. Jo. Wir werden wieder verschlungen und hab's. Ja. Oh, ich bin so froh, dass ich den habe. Oh, bin ich froh. Oh, bin ich froh. Ich glaub nicht, wie froh ich bin. Ihr glaubt's nicht. Oh. Dann wäre die Folge ja zumindest nur eine Stunde geworden. Naja, gut, so lange haben wir die Laufwege auch nicht verbracht, aber trotzdem. Wir haben einfach schon so viel Zeit mit diesem Boss verbracht, dass ich einfach keinen Bock hatte, nochmal eine ewigst lange Folge zu machen. Deswegen wollte ich es mit den Schnitten einfach ein bisschen kurz und knackig haben. Okay. Am Herrschergefäß rasten. Seelen darbieten. Okay. Das sieht gefährlich aus. Und da geht's dann zum Boss? Zum Endboss oder so? Vermutlich? Fremd, ist das der Endboss? Fremd, Fremd, sprich mit mir. Ist das der Endboss? Nee, da täuschst du dich. Bin ich nicht. Definitiv nicht. Gefällt mir. Okay. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es da vorne zum Endboss geht. Wenn ja, dann wäre das ja das nächste, was ich machen sollte. Die Frage ist jetzt. Es gibt noch so ein paar Dinge hier in Dark Souls, wo mir immer wieder so geschrieben wird, da mit dem könnte ich noch reden und da könnte ich noch hingehen und NPCs jagen. Ansonsten denke ich mir aber gerade so, kann man das auch nach dem Boss machen? Wenn nicht, würde es Sinn machen, wenn das da jetzt wirklich Boss ist und da ist alles vorbei. Hallo? Hallo? Okay. Wenn wir einfach da dann reinspazieren, hoffentlich den Boss schaffen in 25 Folgen oder so, wie viel auch immer ich dafür brauche, ich habe keine Ahnung. Und dann einfach sagen, Leute, das war's mit Dark Souls. Und beenden das Ganze dann einfach. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf der einen Seite muss ich sagen, so zwischendurch war ja immer wieder mal kurz so ein bisschen die Luft raus. Und so zum Ende hin gab es wieder Zeiten, wo es wieder so richtig super war. Und auf der anderen Seite denke ich mir einfach so, es muss auch irgendwann mal vorbei sein. Deswegen, ich weiß es nicht. Schreibt mir doch mal eure Meinung in die Kommentare. Beziehungsweise, was halt für mich jetzt hilfreich zu wissen wäre, wäre halt, wenn ich da durchgehe, kommt da noch viel? Kommt da sofort der Boss? Und wenn er sofort kommt,
kann ich anschließend nichts mehr tun. Das wären so die drei Sachen. Was der Boss macht, das müsst ihr wirklich alles nicht schreiben. Solltet ihr auch bestmöglichst bitte nicht schreiben. Für mich wäre halt wirklich nur zu wissen, kommt er da sofort? Und wenn ja, ist dann alles komplett vorbei oder kann ich dann noch was machen? Und was ist eure Meinung zu dem Projekt? Weil meine Sorge ist halt einfach, dass wir jetzt noch 50 Folgen damit verbringen. Natürlich nicht 50, aber keine Ahnung, 10 Folgen damit verbringen, irgendwo durch die Prärie zu streunern und alles Mögliche zu machen, was vielleicht letzten Endes eigentlich gar keinen wirklichen Sinn mehr hat. Oder wir sagen, das Let's Play dauert eigentlich wirklich schon lange genug und wir beenden es einfach. Es ist nicht so, dass ich keine Lust darauf hätte. Also, wie soll ich sagen? Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, ich will die ganze Welt jetzt erkunden und oh mein Gott, ich will jetzt jeden NPC noch angreifen und versuchen zu besiegen. Ich sage aber auch nicht, oh mein Gott, ich will das nicht. Ich sehe das sowas von neutral. Deswegen schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Ich gehe jetzt die Videoschnipselchen hier zusammenschneiden. Sag Dankeschön fürs Zuschauen. Wir haben das Chaoswesen besiegt. Oh Gott sei Dank. Ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.